Ich freue mich heute mit euch und Ihnen über mächtige Plattformen sprechen zu können. Wenn der Präsident schweigen muss, anders ist die Sperre von Donald Trump auf nicht nur auf Twitter, da werden wir gleich noch kurz zu sprechen kommen. Es geht aber generell um die Sperrung von oder das Löschen von Inhalten, das Moderieren von Inhalten auf sozialen Plattformen, um die Macht dieser Plattform, Facebook zum Beispiel mit knapp 3 Milliarden monatlichen Nutzerinnen und Nutzern und die Macht, die ausgeübt wird, wenn entschieden wird, dass Menschen sich äußern dürfen oder wenn ihnen die Mittel für solche Äußerungen entzogen werden. Ich werde beginnen mit einem kurzen Überblick, welche Sperrungen es schon gibt. Da geht es vor allen Dingen darum, dass Donald Trump zwar das prominenteste Beispiel ist, aber nicht das erste Beispiel eines prominenten Politikers oder einer Politikerin, die gesperrt wurden. Dann ganz kurz auf die Ermächtigungsgrundlage in diesem Fall, also wie rechtfertigt Facebook solche Sperrungen? Und dann der eigentliche Kern des heutigen Vortrages, die staatlichen Beschränkungen, die vorgenommen wurden, um diese Machtausübung zu regulieren, und zwar in beide Richtungen. Zum einen, wann gibt der Staat vor, dass Inhalte gelöscht werden müssen? Und wann verpflichtet der Staat oder staatliche Institutionen die Plattform vielleicht auch dazu, dass Inhalte wiederhergestellt werden müssen, dass sie veröffentlicht werden müssen oder dass Nutzerkonten entsperrt werden müssen? Das jeweils mit im Hinblick auf die USA und auf Deutschland, weil es da durchaus unterschiedliche Ansätze gibt. Und zu guter Letzt gibt es einen kurzen Ausblick, welche regulatorischen Maßnahmen in the making sind, also was uns vielleicht erwartet in den nächsten Wochen und Monaten und welche Arten der privaten Machtausübung im digitalen Raum größere Relevanz gewinnen können. Es gibt vom 9. Januar ist das, glaube ich, ein ganz schönen Screenshot von Fox News mit der Plattform und sozialen Netzwerke, die Donald Trump gesperrt haben. Man kann feststellen, dass es eine ganze Reihe an Netzwerken ist und mich eigentlich interessieren würde, wie viele von denen, die jetzt gerade zuhören, wirklich alle kennen, die dabei sind. MySpace scheint noch zu fehlen. Bei Pinterest ist es zum Beispiel ganz interessant, da hat Donald Trump gar kein Profil und wurde trotzdem gesperrt, also präventiv für die Zukunft, falls er dort eins eröffnen möchte. Also die sozialen Netzwerke waren sich einig und haben nach dem Sturm des Kapitols entschieden, dass Donald Trump keinen Zugang mehr zu sozialen Netzwerken gegeben werden soll. Der prominenteste Fall mit Sicherheit einer Sperrung des mächtigsten Mannes der Welt, des damals noch amtierenden, wenn auch abgewählten US-Präsidenten, aber beileibe nicht der erste. So wurde zum Beispiel 2009 der Armeechef Myanmars nach im Kontext von Äußerungen bezüglich des Genozids an den Rohingya gesperrt, nachdem er jede Verantwortlichkeit des Militärs dafür geleugnet hat. Das ist natürlich insbesondere im Hinblick dessen interessant, als dass den sozialen Netzwerken, insbesondere Facebook, weniger Twitter, eine besondere Verantwortlichkeit für die Massaker, die dort stattgefunden haben, auch zugeschrieben wird. Kurz nach der Sperrung von Donald Trump wurde in Uganda von Facebook mehrere Accounts mit Regierungsbezug gesperrt. Da ging es vor allen Dingen darum, dass es wohl Fake-Accounts waren und damit versucht wurde, künstlich die Beliebtheit von Regierungsposts oder Regierungspolitik nach oben zu treiben. Die ugandische Regierung hat wenig souverän reagiert und sämtliche sozialen Netzwerke während der Zeit der Parlaments- und Präsidentswahlen gesperrt. Was ist die Ermächtigungsgrundlage in Anführungszeichen für solche privaten Handlungen? Es sind, das wissen wir alle, einfache Nutzungsverträge, die abgeschlossen werden zwischen den Nutzerinnen und Nutzern und den sozialen Netzwerken. In Deutschland sind das AGBs, das heißt, die unterliegen auch einer AGB-Kontrolle. Da kommen wir später noch drauf zu sprechen, weil das natürlich das Einfallstor für mittelbare Drittwirkung ist. Grundsätzlich sind es aber Nutzungsverträge und zu diesen Nutzungsverträgen gehören dann die Nutzungsbedingungen von Facebook. Und dort heißt es, der Nutzer, darfst unsere Produkte nicht nutzen, um etwas zu tun oder zu teilen, auf das Folgendes zutrifft. Es verstößt gegen diese Nutzungsbedingungen, unsere Gemeinschaftsstandards. Die Gemeinschaftsstandards als das eigentliche Recht, was in der Welt von Facebook, auf der Plattform Facebook gilt. Oder es ist rechtswidrig oder irreführend. Mit irreführend hat man Kategorie der Fake News als etwas, was eine verbotene Handlung ist. Und mit der expliziten Nennung von Rechtswidrigkeit wird eben auch deutlich gemacht, dass es eine Differenzierung gibt zwischen einem Verstoß gegen die Gemeinschaftsstandards und einem Verstoß gegen staatliche Gesetze, denn das ist hier mit Rechtswidrigkeit wohl gemeint. Kommt es zu solchen Verstößen, können die Inhalte entfernt werden oder blockiert werden.
Außerdem, das ist ganz interessant, beeilt Facebook sich im Übrigen auch vor, den Zugriff auf Inhalte einzuschränken oder auf die Dienste einzuschränken, sofern das angemessen ist, um negative regulatorische Auswirkungen für Facebook zu vermeiden. Solche regulatorischen Auswirkungen klingen jedenfalls in meinen Ohren erst einmal als sehr potenzielle Auswirkungen. Letztendlich die Möglichkeit, Inhalte zu entfernen, um Einfluss auf bestimmte Policy-Prozesse zu nehmen. Wie hat der Staat, also wir stellen fest, die grundsätzliche Handlungsgrundlage, die grundsätzliche Entscheidungsbefugnis, was publiziert werden darf und was nicht, liegt relativ einseitig bei Facebook. Wie haben staatliche Institutionen darauf reagiert? Relativ klar ist es im Bereich der Verpflichtung, was gelöscht werden muss. Es ist vor allen Dingen eigentlich umgekehrt definiert, indem gesagt wird, was alles nicht gelöscht werden muss oder so lange oder wie lange nicht gelöscht werden muss, nämlich in Form von Haftungsprivilegierung. In der Europäischen Union ist entscheidend dafür Artikel 14 der E-Commerce-Richtlinie. Dort heißt es, die Diensteanbieter, das sind jede Art von Webhostern, auch soziale Netzwerke, sind nicht für die im Auftrag eines Nutzers gespeicherten Informationen verantwortlich, sofern sie von diesen rechtswidrigen Informationen keine tatsächliche Kenntnis haben und wenn sie Kenntnis erlangt haben, unverzüglich tätig werden. Das ist das, was man in der Europäischen Union, was sich in der Europäischen Union durchgesetzt hat und was man als Notice and Takedown Verfahren beschreibt. Also in dem Moment, in dem eine Plattform eine Mitteilung erhält über einen rechtswidrigen Inhalt, ist sie verpflichtet, umgehend tätig zu werden und zu löschen. Sie muss aber nicht aktiv überwachen, welche Inhalte bei ihr hochgeladen werden. Es ist im Bereich des Urheberrechts, einige werden sich erinnern an die Debatte um Uploadfilter von vor 2 Jahren, ist das teilweise inzwischen etwas anders. Es würde aber jetzt zu weit gehen, das im Detail zu eruieren. Man hatte den Eindruck, insbesondere in Deutschland, dass die Dienstanbieter das im Bereich der Bekämpfung von strafbarer Hate Speech, also in dem Bereich, in dem man bei strafbaren Beleidigungen ist, bei Volksverhetzung, nicht angemessen gut tun, nicht mit dem angemessenen Werf dabei sind. Deswegen hat man sich entschieden, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz einzuführen in Deutschland, sodass die Inhalte, dass die Anbieter sozialer Netzwerke Verfahren zur Verfügung stellen müssen, die ermöglichen, dass jeder rechtswidrige Inhalt unverzüglich in der Regel innerhalb von 7 Tagen gesperrt wird, bei offensichtlich rechtswidrigen Inhalten sogar innerhalb von, also dass die Formulierung offensichtlich rechtswidrige Inhalte sogar innerhalb von 24 Stunden. Dachte, alleine so ein Gebot aufzustellen, sorgt vielleicht noch nicht für ausreichende Motivation bei den sozialen Plattformen, bei den sozialen Netzwerken, hat man sich gedacht, schafft man noch ein paar Incentives und hat festgelegt, dass ein Verstoß gegen das Vorhalten eines solchen Verfahrens, beziehungsweise dass ein nicht richtiges Verfahren mit einer Geldbuße von bis zu 5 Millionen Euro geahndet werden kann. So ist also die Lage in Deutschland. Grundsätzlich sind die Plattformen nicht verpflichtet, alles zu überprüfen, was bei ihnen hochgeladen wird. Also auch ein rechtswidriger Inhalt kann sich lange auf einer Plattform aufhalten, ohne dass die Plattform irgendwelchen Verpflichtungen unterliegt, diesen zu suchen oder zu löschen. In dem Moment, in dem sie aber Kenntnis erhält, muss sie löschen. Und wenn sie das in Deutschland systematisch nicht tut, dann kann es sehr teuer werden. In den USA ist es etwas anders. Da ist die Haftungsbeschränkung, die Haftungsprivilegierung grundsätzlich weiter. Es gibt keine Einschränkung für Kenntnis. Das heißt, no provider or user of an interactive computer service. Also man kann auch, das ist die berühmt-berüchtigte Section 230 aus dem Jahr 1996. Die europäische Regelung stammt aus 2000, also quasi in Zeiten der Digitalisierung noch aus der Steinzeit. No provider or user of an interactive computer service, also ein nutzerbasierter Service, den Nutzer etwas hochladen können, interagieren können, shall be treated as publisher or speaker of any information provided by another information content provider. Das ist das Kernstück des Internets, wie wir es heute kennen, in Verbindung in Europa damit der Haftungsprivilegierung nach der E-Commerce-Richtlinie, dass die Personen, die juristischen Personen in der Regel, die hosten, die Plattformen, die sozialen Netzwerke, grundsätzlich nicht für die Informationen haften, die bei ihnen zur Verfügung gestellt werden. Das ist weitergehend, also es gibt kein Notice and Takedown generell nach Section 230, ist weitergehend als in Deutschland und in Europa. Da hat man auch relativ schnell erkannt, das ist ein bisschen zu weit, dann wurde Section 230 immer mal wieder ergänzt und inzwischen
heißt es da dann explizit zum Beispiel im Bereich des Child Traffickings, dass, also wenn sexueller Missbrauch von Kindern, Kinderpornografie dargestellt wird, dann die Plattformen haften können. Und auch das wurde dann im Nachhinein eingefügt, die Haftung für Intellectual Property Violations, also Urheberrechtsverletzungen, wird davon nicht berührt. Auch dort hat man inzwischen ähnlich wie in Europa stattdessen ein Notice and Takedown-Verfahren eingeführt. Das heißt, die Haftungsprivilegierung ist nicht mehr so stark, wie sie ursprünglich war, sondern sie müssen inzwischen vergleichbar wie in Europa dann löschen, wenn sie aktiv Kenntnis von rechtswidrigen Inhalten erhalten. Spannender ist die Frage, nicht wann müssen rechtswidrige Inhalte gelöscht werden oder welche Inhalte müssen gelöscht werden, das ist relativ eindeutig, sondern wann muss das Gegenteil eintreten? Wann muss etwas veröffentlicht werden, was ein Nutzer postet oder wenn es gelöscht wurde, wann muss es wieder hergestellt werden? Und da gibt es in Deutschland inzwischen eine Menge oberlandesgerichtlicher Rechtsprechung und im Wesentlichen zwei Rechtsprechungslinien. Die kann man meines Erachtens jedenfalls auch an zwei bundesverfassungsgerichtlichen Entscheidungen festmachen, an denen sich jeweils die Oberlandesgerichte dann der einen oder der anderen Entscheidung etwas näher fühlen. Bei der einen Linie, die würde ich die Fraport-Linie nennen, wird eine nahezu gleichwertige Bindung an Grundrechte von Facebook oder anderen sozialen Netzwerken, großen sozialen Netzwerken, wie beim Staat angenommen. Das kann man herleiten aus dem obiter dictum in Fraport, also die Fraport-Entscheidung werden vermutlich alle kennen. Ich habe sie trotzdem nochmal mitgebracht, um sie wieder vor Augen zu führen. Und in Fraport war es ja eines dieser Fälle, in denen das Bundesverfassungsgericht relativ unproblematisch hätte sagen können, die Mehrheit der Anteile Fraports liegen bei der öffentlichen Hand, liegen beim Staat, damit unmittelbare Grundrechtsbindung. Damit sind wir quasi mit der Prüfung fertig. Wir prüfen, wir stellen jetzt einfach fest, ob das zulässig war oder nicht, mit unserer ganz normalen Grundrechtsdogmatik. Aber das Bundesverfassungsgericht hat sich berufen gefühlt, Ausführungen zur mittelbaren Grundrechtsbindung zu machen und hat dazu dann in Randnummer 59 festgestellt, dass die mittelbare Grundrechtsbindung der Private einer Grundrechtsbindung des Staates nahe oder gleich kommen kann, in besonderen Fällen. Und das gilt für den Schutz der Kommunikation, insbesondere dann, wenn private Unternehmen die Bereitstellung von öffentlicher Kommunikation übernehmen und damit in Funktionen eintreten, wie bei der Post- oder Telekommunikationsdienstleistung, die früher dem Staat zugewiesen waren. Das heißt, wenn Private die Aufgaben wahrnehmen, die früher dem Staat zugewiesen waren, dann konnten nach diesem obergerichtlichen Diktum, wäre es anzunehmen, dass eine nahezu gleiche Grundrechtsbindung für diese Privaten gelten könnte. Dann hat es im Rahmen 103, da geht es dann schon eher in den Bereich, in die allgemeinen Ausführungen zur unmittelbaren Grundrechtsbindung im konkreten Fall. Also man ist nicht mehr in dem obiter dictum zur mittelbaren Grundrechtsbindung. Trotzdem ist es interessant, weil immer wieder dieses Verbot bestimmter Äußerungen auf Facebook darauf gestützt wird, dass man ein möglichst angenehmes Klima bei Facebook oder anderen sozialen Netzwerken schaffen möchte. Und das Bundesverfassungsgericht hat festgehalten, dass das Verbot des Verteilens von Flugblättern, darum ging es im Fraport, nicht auf den Wunsch gestützt werden kann, eine Wohlfühlatmosphäre in einer reinen Welt des Konsums zu schaffen, die von politischen Diskussionen und gesellschaftlichen Auseinandersetzungen frei bleibt. Ein vom Ehren der Welt unbeschwertes Gemüt des Bürgers ist kein Belang, zu dessen Schutz der Staat Grundrechtspositionen einschränken darf. Hier geht es wieder um den Staat unmittelbar, aber das Bundesverfassungsgericht macht deutlich, dass nur sich wohlzufühlen kein Gut von Verfassungsbelang ist, was im Rahmen der praktischen Relevanz des Ausgleichs von Grundrechten zu berücksichtigen ist. Und das OLG München hat sich das obiter dictum in Fraport anscheinend sehr ernst genommen und hat dann in einer dieser Entscheidungen, in der ein Nutzer geklagt hat, auf Wiederherstellung eines Beitrags, der geblockt wurde oder entfernt wurde von Facebook, hat das OLG München festgestellt, dass es mit dem gebotenen Ausrecht der kollidierenden Grundrechtsposition, Facebook auf der einen Seite, mit virtuellem Hausrecht in Anführungszeichen und der Nutzerin mit seiner oder ihrer Meinungsfreiheit auf der anderen Seite nicht vereinbar wäre, wenn die Social Media Plattform auch dann löschen dürfte, das ist dann der letzte Halbsatz,
wenn der Beitrag die Grenzen zulässiger Meinungsäußerung und zulässige Meinungsäußerung scheint hier ganz klar auf das staatliche Recht abzustellen, zulässige Meinungsäußerung nicht überschreitet. Dabei geht es nicht nur um das, was strafrechtlich noch zulässig ist, sondern es kann auch persönlichkeitsrechtliche, also aus dem Persönlichkeitsrecht anderer Menschen kann sich ergeben, dass eine Äußerung nicht mehr zulässig ist oder aus urheberrechtlichen Aspekten oder ähnliches. Aber was staatlich erlaubt ist, das, so kann man jedenfalls das OLG München seine Entscheidung aus 2018 verstehen, das muss auch auf Facebook zulässig sein. Andere Oberlandesgerichte und wohl die Mehrheit der Oberlandesgerichte fühlt sich einer späteren Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts näher, und zwar der Stadienverbot-Entscheidung. Und ein Stadienverbot hat das Bundesverfassungsgericht, auch das werden die meisten wissen, dargestellt, dass sich aus Artikel 3 Absatz 1, also dem allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz, ergibt, dass die Privaten, die eine besonders mächtige Stellung haben, die ihre Veranstaltungen einem großen Publikum ohne Ansehen der Personen öffnen und deren Veranstaltung oder deren Plattform über die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben entscheidend ist, einem Willkürverbot unterliegen. Also keine unmittelbare Grundrechtsbindung an alle möglichen Grundrechte, sondern an Artikel 3 und dadurch ein Willkürverbot, die Notwendigkeit eines sachlichen Grundes bei einer Monopolstellung oder struktureller Überlegenheit. Monopolstellung, die Größe von Facebook hatte ich gerade schon angesprochen. Bei Videos wird man für YouTube das Gleiche annehmen können, bei Kurznachrichten für Twitter. Die Monopolstellung liegt wohl auf jeden Fall vor. Und dann ist vor das Gebot, einen sachlichen Grund zu nennen und bestimmte prozessuale Anforderungen, insbesondere eine Anhörungspflicht. Dem haben sich in Bezug auf Facebook diverse Oberlandesgerichte angeschlossen. Und das führt dazu, dass das Oberlandesgericht Hamm zum Beispiel zu der Ausführung kommt, dass die Beklagte als privates Unternehmen erst einmal nicht unmittelbar an Grundrechte gebunden ist. Auch das ist meines Erachtens schon bezeichnend, dass das Oberlandesgericht in, glaube ich, rund 180 Randnummern, also auch ein beachtliches Urteil, sich genötigt sieht, das nochmal festzustellen. Auch Facebook ist nicht unmittelbar an Grundrechte gebunden, auch nicht aufgrund der marktbeherrschenden Stellung. Und hier der letzte Satz, es hat insbesondere aufgrund seiner diese Marktmacht ist nicht gleichbedeutend mit der echten Monopolstellung von staatlich geführten oder beherrschten Unternehmen, der öffentlichen Daseinsvorsorge, wie etwa Post- oder Telekommunikationsunternehmen, was meines Erachtens ganz klar der Rückgriff auf Fraport ist oder die Abgrenzung von Fraport, indem man sagt, ja, diese private, Facebook ist zwar privat und stark, aber es ist nicht so stark wie früher die monopolartigen Unternehmen, die monopolartigen Staatsunternehmen. Das mag man bei 3 Milliarden Nutzern vielleicht auch anders sehen, aber das OLG Hamm sieht es so und kommt dann eben auch zu dem Ergebnis Stadionverbot, dass Eingriffe vorzunehmen sind, dass die Beklagte, also Facebook, Eingriffe in die Meinungsäußerungsfreiheit ihrer Nutzerinnen und Nutzer vornehmen kann und nicht darauf beschränkt ist, nur strafbare Inhalte zu untersagen. Es bedarf vielmehr lediglich eines sachlichen Grunds und das kann auch schon darin liegen, dass die Beiträge dem Geschäftsmodell der Plattform zuwiderlaufen, und das ist zum Beispiel der Fall bei eben unangenehmen, aggressiven Beiträgen, die noch nicht die Schwelle zur Strafbarkeit oder zu unzulässigen, nach staatlichem Recht unzulässigen Meinungsäußerungen überschreiten. Das Bundesverfassungsgericht und auch der Bundesgerichtshof haben sich dazu noch nicht geäußert. Ich bin optimistisch, dass das bald der Fall sein wird. Beim Bundesverfassungsgericht gibt es eine Entscheidung im einstweiligen Rechtsschutz, die sogenannte dritte Wegentscheidung. Da ging es um eine rechtsextreme Partei, die von Facebook gesperrt wurde, kurz vor der Europawahl, und bei der das Bundesverfassungsgericht im Rahmen der Folgenabwägung im einstweiligen Rechtsschutz deutlich gemacht, dass es schwierige Fragen sind, und im Rahmen der Folgenabwägung die schweren Folgen für den dritten Weg, für die rechtsextreme Partei überwiegen und deswegen Facebook den dritten Weg freischalten musste. Wie gesagt, das war aber nur im einstweiligen Rechtsschutz, und ich wäre sehr vorsichtig dafür, da von dieser Entscheidung Rückschlüsse darauf zu ziehen, was das Bundesverfassungsgericht in einem potenziellen Hauptsacheverfahren einmal entscheiden würde. Wie ist es in den USA? In den USA geht es wieder um Section 230, nur diesmal um den zweiten Absatz. Und dort, das führt dazu, dass die Haftungsbeschränkung nicht nur dafür gilt, dass rechtswidrige Inhalte nicht gelöscht werden müssen, beziehungsweise die Plattform nicht dafür haftbar ist, wenn rechtswidrige Inhalte bei ihr veröffentlicht wurden, solange sie keine Kenntnis haben, das habe ich hier gerade ausgeführt, sondern dass sie auch nicht dafür haftbar gemacht werden kann oder Ansprüche gegen sie geltend gemacht werden kann, wenn sie den Zugriff auf Material, auf veröffentlichte Inhalte
verhindert, to restrict access to material. Diese Haftungsausnahme greift also in beide Richtungen. Sie schützt zum einen die Plattform davor, haftbar gemacht zu werden für rechtswidrige Inhalte, die bei ihr publiziert werden. Sie schützt die Plattform aber auch davor, dass Nutzerinnen und Nutzer kommen können und dann geltend machen können gegen die Plattform, dass sie einen Anspruch auf Veröffentlichung oder Ähnliches haben. Und dementsprechend hat, und das ist ganz ständige Rechtsprechung, gibt es eine Vielzahl von Urteilen. Und zuletzt in einer jüngeren Entscheidung hat auch der US Court of Appeals noch einmal festgestellt, in diesem Fall gegen Google, es ging um YouTube, dass a private entity who provides a forum for speech is not transformed by that fact alone into a state actor. Das heißt, nur das Darstellen, nur das zur Verfügung stellen eines Forums zur Meinungsäußerung sorgt nicht dafür, dass es eine ähnliche Bindung an das First Amendment gäbe wie bei staatlichen Akteuren. Insbesondere ist die Public Forum Doktrin, die das Bundesverfassungsgericht damals ja in Fraport aufgenommen hat, wird von den US-Gerichten nicht angewendet auf diese privaten Akteure. Ich komme zum Ende. Was ist der Ausblick? Was ist zu erwarten? Zum einen in regulatorischer Hinsicht der Digital Services Act, die Reform der E-Commerce-Richtlinie, die dann in Verordnungsform ergehen soll. Da wird Ende des Monats Tarek ausführlicher drüber sprechen über Digital Services Act und Digital Markets Act. Da geht es viel um prozedurale Pflichten, die für die Plattformen eingeführt werden. Es gibt zwei wunderschöne neue Abschnitte. Der eine heißt zusätzliche Bestimmungen für Online-Plattformen. Der vierte Abschnitt hat zusätzliche Pflichten sehr großer Online-Plattformen. Das heißt, man hat es in der Europäischen Kommission erkannt, dass man etwas tun sollte. Es geht von dem, was ich bisher in der deutschen Dogmatik festgestellt habe, in die Richtung, was die Stadienverbotentscheidung des Bundesverfassungsgerichts auch vorschreibt. Also prozedurale Pflichten, Anhörungspflichten, Beschwerdemöglichkeiten und Ähnliches, aber keine mittelbare Bindung an Grundrechte wie die Meinungsfreiheit, wie es bei dem in vergleichbarer Wirkung, wie sie für den Staat gilt. In den USA gibt es ganz ähnliche Bestrebungen. Da sind es die Demokraten nun, nachdem sie den Präsidenten stellen und die Mehrheit des Kongresses dabei, Section 230 zu reformieren. Dafür gibt es sehr unterschiedliche Ansätze. Donald Trump war ja schon ein großer Fan der Reform bzw. des Abolishments von Section 230. Also auch da ist man sich einig, da muss man irgendwie ran. In welche Richtung das geht, das ist, glaube ich, noch relativ unklar und bleibt spannend. Und eine Frage von privater Macht, die, glaube ich, in Zukunft noch weiter an Bedeutung gewinnen wird im digitalen Raum, ist die Macht von Infrastrukturanbietern. Wir haben über die erste Ebene, quasi die Ebene, mit der unmittelbar Nutzerinnen und Nutzer interagieren, gesprochen, nämlich die sozialen Plattformen. Wir haben aber im Kontext des Sturms aufs Kapitol gab es eine gemeinsame Initiative, in der Google Play Store und der Apple Play Store dann die Social Media App Parler, sehr beliebt bei Rechtsextremen, eine Alternative zu Twitter, entfernt haben, sodass diese quasi ihren Nutzerinnen und Nutzern ihren Service nicht mehr anbieten konnte. Auch da eine monopolartige Stellung zweier Player, die entscheiden können, welche Apps auf den Smartphones nahezu aller Nutzerinnen und Nutzer weltweit installiert werden können. Oder das Hosting, also das Zurverfügungstellen von Servern, was weltweit nicht fast ausschließlich, aber zu ganz großen Teilen von Amazon bei diesen großen Diensten erfolgt. Und wenn Amazon sagt, es hostet einen solchen Dienst nicht mehr, dann kann er faktisch quasi nicht mehr stattfinden. Auch hier stellen sich spannende Fragen. Welche Verpflichtungen sollen Privaten auferlegt werden? Ich glaube, es gibt viel zu diskutieren. Ich freue mich jetzt erstmal auf die Diskussion hier in der Runde. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.